Ja, so, und da sind wir wieder bei Dungeons 3 mit der nächsten Mission. Die Schlacht um Stahlschmiede. Genau. Die Armee des brutalen Bösen hatte, angeführt von Talia, die zwergische Stadt Stahlschmiede erreicht und machte sich zum Sturm bereit. Im Inneren plante der aufbrausende Zwergenkönig Grimli die Verteidigung. Genau, so ist es. Und da sehen wir uns schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Mission. Komm, lade schneller. Okay, ihr Weicheier, haltet euch bereit. Diese Mistgurken des Bösen werden bald zusammen mit der verfluchten Dunkelelfengöre hier auftauchen. Aber Stahlschmiede ist eine Festung, an der sich das Gewürm die Zähne ausbeißen wird. Also geht auf eure Posten. Und vergesst nicht, die Elfe gehört mir. Aus ihren Ohren mache ich mir verdammte Pantoffeln. Habt ihr das Grollen gehört? Sie sind hier. Ich spüre es in meinem rechten Hühnerauge. Schickt die Späher aus und bereitet den Todeshammer vor. Endlich war der Zeitpunkt der großen Schlacht gekommen. Talias Truppen hatten sich auf schnellstem Wege von den Sümpfen von Aschenquell hierher durchgearbeitet und brannten voller Wut und Entschlossenheit auf dieses finale Zusammentreffen. So würde ich das nicht sagen. Ich versuche immer noch, mein eigenes Ich wieder zum Guten zu bekehren. Also ein Teil von Talia brannte voller Wut und Entschlossenheit auf dieses finale Zusammentreffen. Ein anderer wollte lieber Arbeitskreise bilden und sich um den Bonsai-Garten kümmern. Ignoriere meine kurzen Aussetzer. Ich mach diesen verdammten Zwerg platt. Der hat seine letzten dummen Sprüche über Elfen geklopft. Seinen Bart werde ich zu Handschuhen verarbeiten. Was haben nur alle damit, Teile des Gegners als Pantoffeln oder Handschuhe zu verwenden? Das ist unglaublich unhygienisch. Genau. Nun war es also soweit. Talia begann, für das erratische Böse eine großartige Armee auszuheben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die haben da alle Probleme. Oder? Also so mit sich und mit Gegnern und mit so halt, ne? Wisst ihr so, was ich so meine? So ein bisschen? Ja, vielleicht? Bestimmt. So, na gut, tun wir ja erstmal ja alles ausbauen. Achso, ich muss ja erst noch forschen. Ja, das ist auch mal in zunächst mal eine Mission, wo noch nicht so fertig ist. Also wo man alles vom Urschleim auf na, sag schon, aufbauen muss. Hey Talia, sperre deine spitzen Lauscher auf. Was? Ich habe eine Überraschung für dich und die Höllenbrut. Etwas Weltbewegendes. Los, Männer, betätigt den Todeshammer! Bei der Göttin, das ist... Was macht er? Grimli hatte einen gigantischen Riesenhammer erbauen lassen, den Todeshammer. Dieser sorgte nicht nur für eine Erschütterung der Macht, sondern auch des Bodens und erzeugte so ein massives Erdbeben. Die Auswirkungen waren im Dungeon deutlich spürbar. Insbesondere das Dungeon-Herz würde nur wenige solcher Schläge vertragen können. Na, wie schmeckt euch das verdammte bösartige Brot? Jetzt müssen wir das Ding aber erst wieder ein paar Minuten lang aufziehen. Aber das war es verdammt nochmal wert. Bleibt sitzen und genießt die Show, verdammter Abschaum! Grimli machte Talia und dem verdutzten Bösen auf seine liebenswerte und Beleidigungen versprühende Art klar, dass Einigeln nicht viel bringen würde. Der Riesenhammer musste zerstört werden. Wir können nicht hierbleiben, das Ding muss zerstört werden! Nachdem ich es jetzt kurz analysiert habe, habe ich eine große Schwäche entdeckt. Etwas durch die 2 Meter große Kühlklappe werfen, um den Reaktor zu zerstören? Was? Ach, Quatsch.
Quatsch, das Ding steht da rum, also können wir es kaputt schlagen. Warum habe ich hier eine ausgefeilte Taktik erwartet, wenn ich mich mit blutrünstigen, nicht gerade intelligenten Kreaturen des Bösen abgebe? Genau. Echt mal, was erwartest du? Oh Gott, wenn der mal 10 Minuten braucht zum Aufladen, der hatte, wie hat er gemacht, 750 Schaden? Würde mir da eigentlich nieserisch gefährlich werden, der Hammer. Oh! Ah, von da aus reicht das los. Hey! Zack, so, da haben wir das geklärt. So, dann würde ich mich schon mal sagen. Gehen wir raus. Ho, ho, ho! Können wir hier? Oh ja, können wir. Sehr gut. Können wir, haben wir nämlich dann direkt schon einen Platz für die Bösartigkeit. Können wir einnehmen. Den brauchen wir. So, bei mir. Dabei. Schon. Klopft. Nice. Dann drücken. Hey! Der war hier. Schon den ersten Platz der Bösartigkeit. Bonus für kritischen Treffer. Jedes Mal nur möchte ich normal Weihnachten feiern. Wer macht da so einen verdammten Lärm? Stehen da Sternsinger vor dem Dungeon? Talia da Tolse. Sehr gut. So. Brauchen wir Schmetterlinge. Brauchen wir Einheiten. Na, ich hätte den Nagadler erstmal. Ja. Können wir ja beim nächsten Mal tun. Das ist ja nicht das Problem. So, gut, gut, gut. Haben wir das, haben wir das, haben wir das. Es ist und bleibt eine Red. Kommt schon. Mach die Bude groß. Eure Schnodderlinge haben ein Drachennest freigelegt. Wir. Warum tun wir sowas? Ah, hey. Kämpft! Männer, kämpft! Halt, stopp! Ihr wohin seid hier noch nicht mich? Fertig. Kämpft! Los! Do it! Just do it! Macht sie volle Bude kaputt! Macht ihr wieder heute? Jups! Und langsam! Zack! Vernichtet! So! Einfache Fallen, mehr brauche ich eigentlich nicht. Können wir jetzt eigentlich mal einen Friedhof erforschen? Aber mehr kann. Mehr ist gerade nicht beim Friedhof. Mehr ist gerade nicht. Die Macht durchströmt mich. Können wir ja eigentlich gleich hier einen Friedhof machen, oder? Ne, wir machen hier den Friedhof hin. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Schöne Wetter. Komm, wir gehen mal her. Was ist denn das hier? Die wollen ja in meine Werkzeugbude. Schlups geht los. Die müssen ja wohl spielen.
gefallen. Das ist gut. So, genau, das war hier der Durstlöscher und hier ist eine Kreatur, die ein Sold mehr kostet. So, dann bauen wir was Neues. Den Friedhof. Mal dafür Kreaturen. Banshees! Nahkämpfer, die in einem Bereich vor sich Schaden auszahlen, alle betroffenen Gegner verlangsamen. Das leichenblasse Böse hatte einen Friedhof errichtet. Von nun an konnte es dort selbst für wandelnde Tote sorgen. Praktischerweise wurden Helden, die den Löffel abgegeben hatten, hier entsorgt und in hirnlose Zombies verwandelt. Alternativ konnten dort auch schreiwütige Banshees dafür begeistert werden, sich der Armee des kreaturenverheizenden Bösen anzuschließen. Okay, satt. Interesting, interesting. Bauen. Die Ecke hier noch. So, da könnt ihr das hier zukleistern. Das wird noch eine Schatzkammer. So. Also noch ein Stück Gold. Mensch, Folge hab ich ganz schön hier mit Gold zu kämpfen. Oh, ein Zombie. Zombies sind gut. Sehr gut. Also, ja. Eigentlich ja nie. Aber in dem Fall war es das schon. Das haut schon hin. So, so ein bisschen warten auf Gold. Bisschen auf Gold warten. Es ist Zahltag. Kommt von oben. Ui. Ui. Die Killer-Pinguine waren in Dungeons 2. Gott sei Dank, sonst müsste ich mich nicht. Ach, Killer-Pinguine, ich verstehe immer Kinder-Pinguine. Ich alter Beppo. Killer-Pinguine. Jetzt macht das auch Sinn. Was ist hier eigentlich labert? Zombies! 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 Was macht ihr hier eigentlich? Seid ihr doof? Hier! Seit den Müll rauszubringen, vernichtet sie alle. Ah, Vernichtung. Komplette Vernichtung. Ist hier oben natürlich kaputt. Aber alle Mann. Macht kaputt die Hütte. Werden die Zombies eigentlich auch geheilt? Die
kann ich, glaube ich, nicht heilen. Süße Pursuit? Nee. Die werden nicht geheilt. Tochter, ist ja nicht so schlimm. Bedenke noch einmal deine Taten. Du kannst immer noch umkehren. Es muss heute niemand sterben. Zu außer spät. Diesen widerlichen bösen Kreaturen vielleicht. Aber sicher nicht Grimli oder du. Der Typ ist hartnäckiger als diese Callcenter-Lemminge, die mir ständig irgendeinen Mist andrehen wollen. Ich denke auch, dass wir das alles nochmal überdenken sollten. Vielleicht ist es jetzt Zeit, dass Zwerge sterben. Dann tun wir das so. Dann tun wir das so. Es wird Zeit, dass Zwerge sterben. Ja, ja, dafür wird Zeit. Kommt sie wieder! Der steht nicht mehr auf. Der steht nicht mehr auf. Zack, alle geheilt, sehr schön. So, dann war doch hier geht's zum Todesraum. Schauen wir aber erstmal nochmal die zweite Bude fürs Böse. Zack. Zack. Eigentlich. Was ist ein Zombie oder was? So. Sehr gut. Da haben wir das. Oh oh. Das war ja. Ja, war das so ein Feuerball, Junge. Das war ein Feuerball, das ist so schön geklappt. Er lebt noch alle bei der Einheit. Es läuft bisher. Das Böse ist unaufhaltsam. Sehr, sehr gut für mich. Muss man ja mal so sagen. Klar, du heilst mich an. Zeit. Nee. Hier, Magdo. Bitte das Buch. Wenn hier jetzt ein alter Mann mit Bart und Rentierschlitten auftaucht, trete ich ihm in den Arsch. Sind die gegen Weihnachten, sag ich mal? Das ist doch nicht normal, oder? Oder wie seht ihr das? Ist das normal? Ich glaube nicht. So. Lass mal die Talia verbessern. Nochmal mehr Einheiten. Ich könnte mir... Nee, ne Benji. Eine Benji. Kommt hier mit raus. Geht's hier hin? So, liebe Benji, du kommst auch hier hin. Zahltag, ja, stopp mich nicht. Gold haben wir ja jetzt ein bisschen was. Kümmern wir uns jetzt mal um diesen blöden Hammer. Schnupsel! Ach Gott, wie süß! Der kleine Schnupsel. Das ist schon ein bisschen wie niedlich, der Schnupsel. Alles Gute muss sterben. Oh, alles Gute muss sterben. Ich muss es mal so gewendet kriegen, dass die Nahkämpfer halt auch vorne laufen. So, jetzt. Oh. Naja, fast. Aber wir machen jetzt diesen Hammer kaputt hier. Ach, die kaputt.
jetzt machen wir jetzt. Machen wir kaputt. Streich die Aussätzigen. Keine Gnade mehr bei Hinrichtungen und sag Weihnachten ab! Sagt ihr die jetzt um mit Weihnachten? Ganz ehrlich. Ich sag gegenüber ganz schön passiv-aggressiv. So viel zu deinem Todeshammer, Grimli. Oh, haben wir dein Spielzeug kaputt gemacht? Musst du jetzt weinen wie ein kleines Baby? Das wirst du büßen. Steck dir den Orden nur nicht zu früh an. Das Zwergenimperium schlägt zurück, das ist jetzt schon klar. Wir könnten das sicher immer noch friedlich lösen. Du? Wirklich jetzt? Im Augenblick meines Triumphs? Du kannst einem auch alles vermiesen. Tut mir leid. Gute Güte, du bist sogar mir gegenüber gut. Schwester, du hast echt Probleme. Ich muss mich jetzt um einen Zwergenkönig kümmern und seine Stadt auseinandernehmen. Mir nach! Auf nach Stahlschmiede! Hey, genau. Hast du meine verloren gegangenen Minenarbeiter gefunden, oh, Shalia? Das ist aber nett von dir. Los, Jungs, zeigt ihr, wo der Hammer hängt. Ich zeig dir gleich mal, wo der Hammer hängt, ja. So was von. Aua! So, Talia tun wir noch aufleveln. Da sind sie da angegangen. Dann sollte das ja laufen, nicht? Laufen sollte das. Die Schatzkammer war groß. So. Reichen? Zahltag. Hey, Talia! Hast du gedacht, ich hätte nicht noch ein Ass im Ärmel? Ich habe einen zweiten Todeshammer bauen lassen. Der wird mit deinem Dungeon aufräumen. Los, Männer! Noch so ein Ding? Verdammt. Ich wollte gerade sagen, noch bereitet so ein euch Ding? Auf den Einschlag! Mit einem Rubbel die Katz sauste der zweite Todeshammer auf den Boden hinab und sandte zerstörerische Wellen in Richtung des Dungeons. Das Dungeon-Herz ächzte unter diesem Schlag. Auch dieser Todeshammer musste schnell zerstört werden, um das Dungeon-Herz vor Ungemach zu bewahren. Damit meinem armen Hämmerchen nichts passiert, habe ich ihn mit einem SLD-26 magischen Magierturmschildgenerator abgesichert. Aha. Lasst euch also ruhig daran die Haue aus. Großzügigerweise verriet der trottelige Zwergenkönig Grimli dem lauschenden und sich alles notierenden Bösen die Sicherheitsmechanismen. Ehe der zweite Todeshammer ausgeschaltet werden konnte, musste ein Team auf Endor landen. Musste die Armee des sternkriegslüsternen Bösen den magischen Schild vernichten. Alles klar. Alles dann klar. Machen wir erst den Magierturm platt und dann den Todeshammer Nummer 2. Genau. Kriegen wir hin. Wir sind gut im Kaputtmachen. Genau, das sind wir. No! Wir sind gut im Kaputtmachen. Kaputt. So, Guru. So, jetzt geht nämlich langsam. Es geht voran hier, So, dann würde ich nämlich eigentlich nur noch auf mehr Einheiten gehen und die Verbesserung von jeweiligen Einheitentypen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So, machen wir mal ein Impi, damit wir mal einen Fernkampf-Lui haben. Der Impi kommt auch direkt hier rein. Macht's kaputt. Nicer Dicer. Alter, auf den Zombies haben wir hier. 3 Stück. Achso, das ist immer als eine Gruppe, okay. Na, dann geht das ja.
Los. Ein bisschen ausweiten hier. Zack. So, Goldmaximum. Über 10.000. So viel müssen wir erstmal sammeln. Nämlich nicht so weit rennen hier unten. Gut, hier läuft 100% Kuro-Kuro-Farm. Das ist sehr schön. Kann ich jetzt noch... Quatsch. Hab ich jetzt noch irgendwas? Nein. Mein Gott. So, eine Wachstube habe ich. Die ist das. Ananas. Ja, gut, läuft. Gut. Dann heißt es erstmal jetzt noch ein bisschen warten, bis wir ein bisschen hier Ressourcen, Gold und sowas haben. So, machen wir uns mal auf den Weg hier. Die Armee des sich umschauenden Bösen hatte einen Steinhaufen entdeckt. Sie haben ja die Brücke weggesprengt. Mit etwas brachialer Gewalt würde dieser in die Schlucht stürzen und so etwas wie eine Brücke bilden. Computerspiellogik. Hallo? Wo steht ihr, Herr Erzähler? Das ist herrlich. So, jetzt habe ich den dritten Platz der Bösartigkeit hier. Alter, wie die rennen. Schnappt sie euch, Jungs. Macht sie alle kaputt. So, halt erstmal ein bisschen hier. Ah, gerade wieder auf Level Italia. Gold hab ich auch schon wieder. Gold. Viel Gold. Viel Gold. Impi. Noch ein Orki. So, ziehen wir mal weiter. Prinski. Popinski. Schmalinski. Whatever, ich Labyrinthski. Das ist wahrscheinlich ganz schön noch Schwanz. Oder so. Oh, was weiß ich, was gescheitert ist? Wird Nummer 2 erfolgreich sein. Ach so. Nach dem Todeshammer bereit. Naja, der Todeshammer wird schneller. Alles gut, da ab. Ganz fix. Sehr gut. Ah, ne, Quatsch, hier jetzt auch weiter. Muss ich hier über die Brücke. Wie siehst du das denn? Oh, das sind so scheiß Türme. Ja, Chefi, mach kaputt. Halt die Türme. Zack. Wer ist hier drauf? Ja, gerade wo? Komm rein. Mach eine Chance. Sehr schön. So, genau, du darfst mir ein bisschen heilen. Ach, die Schatten können wir auch heilen. Das ist cool. Zahltag. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Was ist los? Die spinnen wohl. Kommt schon, Jungs. Haut sie kaputt. Die Knalltüte.
Och, hier ist auch ein Kanonenturm. Was ist hier ein Magierturm-Schild denn noch was? Was für ein Glück, dass wir genau über diesen Weg gekommen sind. Hände weg von meinem SLD-26 magischen Magierturm-Schildgenerator. Hey, Grimli! Dein Spielzeug hält aber nicht viel aus. Meine Kumpels haben es nur kurz in die Hände gekriegt und schon ist es kaputt. So, Leute, schauen wir uns mal diesen zweiten Todeshammer an, oder? Finger weg, oder ich beiße dir ab, verdammte Göre. Los, Männer, macht den Todeshammer bereit. Grimli schien etwas verzweifelt, nachdem sich das manchmal als Stand-up-Comedian betätigende Böse als strategisch brillant herausgestellt hatte. Unbarmherzig ließ es seine Armeen in Richtung des zweiten Todeshammers marschieren. Genau. Aua! Au! Das ist ein Blitz hier runterregen. Los geht's los. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, genau. Tut mal hier noch ein bisschen hier. Die Macht ist unbeschreiblich. So, dann machen wir die Ochse ein bisschen besser. Ochse, dreckige Ochse. Talia, der Todesengel. Ja. So. In den Turm und dann sind wir. Ah, hier hat er. Ja, Slot, er hat hier drei. Ich glaube, es geht los, du. Ich glaube, es geht los. Na, tut sich halt. Oh, aber kurz vorm Sterben, du. Dann nimm mal viel Fett, du. Ups. Geht's aus. Das geht aber gar nicht. Sind die klug? Ja, sind die. Die nehmen den ruhigen Weg. So, dunkle Schatten. Angriff. Auf den Todeshammer. So, wie schaut machen die jetzt ohne? Zarg möchte schlafen, hat aber keinen Lagerplatz. Hä? Wie? Sigi? Alter, was ist denn hier los? Alles voll. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Ah, kriegen wir hier noch einen Lagerplatz hin? Oh, genug Platz hier in der Hütte. Genug Platz. Genug Platz in der Hütte. Genug Platz. So, genau. Und ja, das noch verbessern. Ich frage mich, was? Zarg ist wütend geworden und streikt. Alter Zaro, chill mal deine Base. Ich denke, wenn hier Wachstube sind, werden automatisch hier alles hier gedingst. Die, na, sag schon. Die Bedürfnisse getilgt. Dachte ich. Steht ja eigentlich so bei der Wachstube. So, nehmen wir noch ein Imbi. Ah, kannst du jetzt ja knurren gehen. Das sind doch jetzt genug hier in der Wachstube. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Was bist denn du hier? Mach dich hier hin. Sind du mich Schucke oder was? Ehrlich. Zack, zack, zack. Was tut, wenn ihr durch ganz Fallen gelaufen sind? Das ist gut. Das ist very, very nütze. Very, very nütze.
Das geht ab in der... Ne, ich sag's nicht. So, okay. Alter, die Schatzkammern sind alle voll. Ich habe halt zu wenig Bösartigkeit. Das ist mein Problem. Ich brauche mehr Bösartigkeit als alles andere. Was über eine Bösartigkeit? Das ist ja gar nicht mehr so. So, das Krasse. So, würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg, uns den Grimli zu schnappen. Grimli Hammerhand, der alte Schuppenkasper. Ah, hier fliegende Krähen. Naja, kriegen wir schon mal die Botschaft, Junge. Botschaft, dass es gleich mit dir vorbei ist, mit dir und der Übeltäterei. Aber sowas von du. Ja, ich mag gespannt, wenn wir jetzt den Killen der Mission, viel Missionen dann noch kommen. Kann ich mir schon vorstellen, ist er wahrscheinlich nur noch als Ziel der Thanos. Oder sagen wir vielleicht so 2-3 Missionen noch. So ein bisschen aufbauen. Weil da wahrscheinlich tun wir da die große Hauptstadt oder so angreifen, wenn es da eine gibt. Nehme ich jetzt mal so an. Dass das so vonstatten gehen wird. Ja. Ich frage mich, ob es auch irgendwann mal Missionen gibt, wo man mehr als wie nur 3 Bösartigkeitsplätze hat, ne? Weil. Ist schon. Man wartet manchmal schon relativ lang. Um halt hier schön. Ne, abzugraden. So, wir sind hier in der Helle. Ich hab das da hier kaputt gemacht. Hier kommen welche. Angriff, Männer. Zack, zack. Land hier, die paar Helles. Richtig, richtig easy. So, da haben wir ja hier noch so einen Diktator gehabt. Ah ne, Quatsch, hier erstmal den Hammer. Dann können wir eigentlich gleich durchrushen, machen da den Turm kaputt. Schön. Auch nee, allzu lange halten. Zack. Diese Dinge halten ja wirklich nichts aus, oder? Grimli, ich glaube, deine beiden Hämmer sind mir aus Versehen kaputt gegangen. Tut mir so leid. Ich werde dich mit meinen bloßen Händen erwürgen, Mädel! Du verdammte Widerwärtige! Damit wir nachher nicht die ganzen Kraftausdrücke von Grimli rausschneiden müssen, übernehme ich hier. Das brillante Böse hatte es geschafft. Auch der zweite Hammer der Zwerge war Geschichte. Seine Armee näherte sich unaufhaltbar der Zwergenstadt Stahlschmiede. In den Geruch von Metallverarbeitung, der von der Stadt in Richtung des Dungeons zog, mischte sich nun noch etwas anderes. Es war der Angstschweiß der Zwerge. Aus gutem Grund. Wir werden ihre Stadt dem Erdboden gleich machen. Wir könnten auch immer noch zur guten Seite zurückkehren. Lass mich kurz darüber nachdenken. Nein. So, halt. Schön heilen, schön heilen. Gut. So, reißen wir mal das Tor hier ein. Italia, ich habe eine Überraschung für dich. Was denn nun du noch? Du weißt ja, alle guten Dinge sind 3. Im Ernst, Herr, noch einen verdammten Todeshammer? Einen Todeshammer? Ha, ich habe 3 Todeshammer. Das Ganze noch 3-mal? Ernst, oder was? Sehr einfallslos. Du bist so... Stopp! Hammerzeit! Die 3 Todeshämmer hatten gemeinsam deutlich mehr Wumms als ein Einzelner.
Es würde dem Dungeon-Herzen sicher gut tun, wenn auch diese alsbald den Betrieb einstellten. Ja, ich komme jetzt weit rum. Nicht den Todeshammer in dreifacher Ausführung. Alles klar. Machen wir. Die kann ja nicht so schwer sein, nicht? Hier gibt's Bier. Ist doch was Feines. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Hey, what? Nee. Du willst es nicht. Die Schweine. Ich werde mich selbst um dich kümmern. Für Tod und Glorie. Das Horn Grimli Hammerhand soll erschallen in der Klamm. Ein allerletztes Schlag. Oder falsche Film. Oder falsche Franchise. Dies möge die Stunde sein, da wir gemeinsam Schwerter ziehen. Auf zu Zorn. Auf zu Verderben und blutig morgen. Ja. Endlich treffen wir uns, Grimli. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Eis gekillt. Hab's doch nicht gesehen, aber egal. Verdammte! Verdammter blutig. Mit diesen Worten hauchte Grimli, der Zwergenkönig, sein Leben aus. Ein wohlverdienter Sieg für das Böse. All die Sagen und Geschichten, die sich um gute Helden ranken. Solcher Quatsch. Am Ende wird immer das Böse triumphieren. Zeit, meinen Sieg auszukosten. Talia, was hast du getan? Du hast Grimli getötet? Dafür werde ich dich bestrafen müssen. Bleib, wo du bist. Ich bin in ein paar Stunden bei dir. Offenbar war Thanos alles andere als begeistert von den Taten seiner Ziehtochter. Das einsichtige Böse wusste, dass eine Konfrontation noch nicht ratsam war und befahl Talia, nach Westen zu reisen. Immer nach Westen. Wir könnten aber auch auf Vater warten und versuchen, ihm das Ganze zu erklären. So naiv kann doch noch nicht einmal meine gute Seite sein. Er wird mir das Fell abziehen, wenn er mich jetzt in die Hände bekommt. Solange seine Wut nicht verraucht ist, sollte ich ihm keinesfalls unter die Augen treten. Leider muss ich da meinem bösen Ich mehr oder weniger zustimmen. Wir sollten erst einmal Gras über die Sache wachsen lassen. Oho, gut und böse einer Meinung. Das ist ein seltener Glücksfall, würde ich sagen. Also nahm man die Beine in die Hand. So, da haben wir die Mission auch geschafft, ne? Oh, wieder anderthalb Stunden ja insgesamt. Ja. Na gut. Wenn es euch gefallen hat, wie wir hier Grimli, Hammerhand, die Hammerhand abgeschlagen haben, lasst gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.